Wenn man da draußen im Internet zum Thema After Effects was sucht, wird man unweigerlich irgendwann einmal auf Trapcode treffen. Und genau dieses Thema wollen wir uns heute mal anschauen. Und zwar im Einzelnen der Trapcode Partikelsimulator, der im Einzelnen heißt Trapcode Particular. Wie sinnvoll. Es ist eigentlich ganz einfach, den zu erklären. Allerdings gibt es halt ein paar Sachen, die man vielleicht wissen sollte. Und da das Programm generell in Englisch ist, sollte man vielleicht einmal ein paar Punkte auch in Deutsch ansprechen, damit es auch jemand nutzen kann, der jetzt nicht Englisch spricht. Im Grunde genommen geht es ganz einfach. Wir machen eine neue Komposition, die Standardeinstellungen, die ihr eigentlich auch verwendet, um eine Komposition dann zu erzeugen. Und dann machen wir hier eine Farbfläche. Ist auch eigentlich relativ egal, was ihr da nehmt. Also Standardeinstellung, bei mir ist es die HD-Auflösung. Und dann geht man in die Effekte rein, sofern man es installiert hat, und geht dann auf Trapcode Particular. Zuallererst sieht man mal nichts. Das ist eigentlich logisch. Das ist bei den meisten Effekten so, dass erst was passiert, wenn man was tut. Allerdings, bei Trapcode Particular ist es anders. Die Software erzeugt, oder das Plugin erzeugt schon mehr oder weniger einen Partikelstrom, der aus einer punktförmigen Quelle hier hervorquillt. Da muss man aufpassen, wenn man nämlich jetzt zum Beispiel den Hintergrund standardmäßig auf weiß hat, also wenn wir mal die Kompositionseinstellungen ändern, dann sieht man hier, wenn man also den Hintergrund auf weiß stellt, dann sieht man gar nichts und wundert sich dann hinterher, ja, wieso geht da nichts, ja. Also immer aufpassen, Trapcode Particular macht am Anfang immer weiße Partikel und darum empfiehlt es sich hier vielleicht am Anfang einen schwarzen Hintergrund zu nehmen, damit man dann auch was sieht. Das ist nur als kleiner Tipp und ich spreche da aus Erfahrung, weil mir ist es am Anfang so gegangen, dass ich mir gedacht habe, scheiße, das funktioniert ja gar nicht. Aber hinterher habe ich dann festgestellt, es war nur meine eigene Dummheit, die dafür verantwortlich war, dass es nicht geht. Aber es ist auch eine schöne Erkenntnis, wenn man weiß, dass man blöd ist. Aber jetzt gehen wir mal in die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten rein. Und zwar hat man hier oben, wenn man dann in die Effekteinstellungen reingeht, die Möglichkeit, den Emitter zu verändern. Und der Emitter ist mehr oder weniger das Kernstück des Ganzen. Und zwar wie viele Partikel zum Beispiel hier erzeugt werden. Das ist hier oben links, also Partikel pro Sekunde. Wenn ich das jetzt ändere, dann sieht man, dann kann ich also sehr, sehr viele Partikel oder sehr, sehr wenige Partikel pro Sekunde erzeugen. Und das ist natürlich wichtig, je nachdem, was man eigentlich machen will, entscheidet sich natürlich auch, wie viele Partikel man darstellen will. Dann geht es weiter mit dem Emitter-Typ. Der ist mehr oder weniger einstellbar in die punktförmige, wie ich jetzt zum Beispiel hier habe, was also das Ganze aus einem Punkt hervorquillt, am Box-Sphere Grid. Grid ist vielleicht auch interessant, wenn man sich das mal anguckt. Da kann man nämlich dann verschiedene Möglichkeiten, ja, das ist eigentlich, wenn man zum Beispiel Gras simulieren will, also wenn man Grashalme simuliert, auch das geht mit Trapcode Particular, dann kann man also diesen Emittertyp auf Grid stellen, damit man also die Verteilung mehr oder weniger in verschiedene einzelne Punkte auf der Fläche hat. Dann geht es weiter mit Lichter, ist auch interessant. Trapcode Particular kann Lichter als Emitter verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt da unten ein Licht erzeuge, dann könnte ich also Lichter als Emitter verwenden. Ist sehr wichtig, wenn man zum Beispiel Raketenspuren macht, also der Abgasspur einer Rakete oder von einem Flugzeug, dann kann ich also mehr oder weniger den Emitter mit einem Licht versehen. Das Ganze wird dann mehr oder weniger, die Rauchwolken, die ich dann mache, werden dann beleuchtet und dadurch kann ich natürlich sehr dynamische Dinge erzeugen. Also Trapcode ist wirklich etwas auch für Profis, die zum Beispiel auch Filme oder Fernsehserien mit Effekten belegen, also absolut top das Programm, wenn man es mal beherrscht. Und dann gibt es noch Layer. Ich kann also auch sagen, ich will zum Beispiel ein Logo zum Beispiel als Emitter verwenden. Da gibt es ein Tutorial bei mir auf der Seite. Da wird erklärt, wie man aus einem Logo mit Particular mehr oder weniger dann die Partikel erzeugt. Auch interessant. Und dann Layer Grid. Das ist dann mehr oder weniger, wenn ich einen Layer habe und dann auch ähnlich wie hier oben, also mehrere Punkte dann zur Distribution verwende. Allerdings, wir bleiben jetzt einmal bei Punkt, denn wir wollen uns ja die Basics mal angucken. Hier hat man dann die Möglichkeit, die Position des Emitters einzustellen. Also wenn man hier zum Beispiel in der Z-Achse das Ganze verändert, dann kann man den also auch im dreidimensionalen Raum herumschieben. Vorteil bei dem Ganzen ist, Trapcode Particular ist also eine 3D-Simulation. Das heißt, man kann auch eine Kamera dann irgendwann mal installieren und dann um die Partikel in einem dreidimensionalen Raum sich herumbewegen. Auch interessant. Dann haben wir hier die Möglichkeit eben einzustellen, ob das Ganze dann direktional oder uniform herumgeschossen wird. Das ist auch interessant. Und dann hier die ganzen einzelnen Einstellungen, wie zum Beispiel die Rotation eben des Emitters oder die Geschwindigkeit der einzelnen Partikel, wie sich die ganzen dann mehr oder weniger
hier verteilen sollen. Allerdings müssten wir jetzt hier mal das Ganze nochmal auf direktional stellen und dann hier die Y-Achse verwenden, damit man mal sieht, wenn man die Geschwindigkeit ändert, dann verändert sich auch mehr oder weniger die Richtung, in die sich das Ganze bewegt. Und wenn man das Ganze dann abspielt, dann sieht man also, dass sich jetzt die Geschwindigkeit mehr oder weniger erhöht hat vom Punkt aus. Und hier gibt es dann noch die Geschwindigkeit, also Velocity ist also mehr oder weniger Geschwindigkeit der einzelnen Partikel. Und dann sieht man, dass sich die Partikel in unterschiedlicher Geschwindigkeit vom Punkt weg bewegen. Auch hier sehr viele Möglichkeiten, kreativ tätig zu werden. Also wirklich toll. Man muss da ein bisschen rumspielen. Man findet dann mit Sicherheit einige Möglichkeiten, hier sehr kreativ zu sein. Dann haben wir mehr oder weniger den nächsten Reiter. Das ist dann der Partikelreiter, der dann eben bestimmt, wie schauen die Partikel aus. Zum Beispiel die Größe der einzelnen Partikel. Hoppala. Nein, hier habe ich ja ganz was anderes. Also die Lebenszeit der Partikel, ja, die ist auch begrenzt. Auch Partikel müssen sterben. Je nachdem, wie ich das hier dann rumdrehe, sieht man also, dass die Partikel dann entweder länger oder kürzer leben. Ja, der Herr über die Partikel, der Gott der Partikel, ich bestimme, wann Partikel sterben und wann nicht. Ja, das ist schon auch sowas wie ein Machtsymbol. Und darum haben wir Chapcode auch gekauft, ja, weil ich dann Partikel mehr oder weniger bestimmen kann, wie lange die leben. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt hier irgendwie verrückt wäre, sondern ja, da gehe ich jetzt gar nicht näher drauf ein. So, also als nächstes können wir dann einstellen, ob die Partikel also unterschiedlich lang leben sollen. Dann sieht man, wenn man dann das Ganze dann, vielleicht sollte ich einmal den mit ein bisschen weiter hier rüber, dann sieht man also, dass die Partikel dann unterschiedlich lang leben. Das kann ich hier mal ein bisschen kleiner machen, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Also jetzt sieht man, dass sich die Partikel wegbewegen und irgendwann mal ab einer bestimmten Zeit sieht man, dass die dann wegpoppen. Ja, also das ist dann mehr oder weniger dann die Lebenszeit der einzelnen Partikel, die man hier einstellen kann. Dann haben wir hier den Partikeltyp. Da gibt es also sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Auch Sterne sind möglich. Cloudlets, das heißt, das nehmen wir dann für Wolken oder auch für Rauch. Streaklet, das ist dann auch eine besondere Art. Sprites kann ich zum Beispiel verwenden. Da muss ich allerdings dann ein Sprite definieren. Das heißt, ich muss also, wenn ich zum Beispiel ein JPEG oder irgendwas habe oder auch ein PNG, ein PNG-File, also das transparent eine bestimmte Form darstellt, kann ich auch eigene Bilder mehr oder weniger als Partikel verwenden. Das ist vielleicht so ein anderes Mal, denn jetzt geht es eigentlich hauptsächlich wirklich nur darum zu gucken, welche Einstellungsmöglichkeiten habe ich und was kann ich tun. Dann habe ich hier Size Random. Das heißt, hier kann ich einstellen, ob die Partikel unterschiedlich sich in der Größe verhalten. Dann Opacity ist die Durchscheinung, also wenn ich die auf 0 setze, sieht man nichts mehr. Je höher ich das drehe, desto mehr sind die Partikel also konsistent gegenüber dem Hintergrund. Und dann habe ich hier natürlich auch wieder die Möglichkeit, das Ganze auf Random zu stellen. Und dann kann ich hier sehr viele schöne Effekte erzeugen, was die Partikel betrifft. Dann habe ich hier die Möglichkeit, die Opacity over Life einzustellen. Das ist also die Möglichkeit einzustellen, wie verhalten sich die Partikel in ihrer Lebenszeit von der Durchscheinfähigkeit. Wenn man sich das Ganze dann anguckt, je mehr man mit dem Programm rumspielt und je mehr da ein bisschen rummacht, desto eher erscheint das Ganze dann doch sehr interessant, weil die Partikel sich dann wirklich unterschiedlich verhalten und auch physikalisch korrekt. Sehen wir dann weiter unten in den Physikeinstellungen. Es gibt auch hier die Möglichkeit, Size over Life einzustellen. Also wenn ich hier draufklicke, dann kann ich also auch einstellen, wie sich die Partikel über die gesamte Lebenszeit verhalten sollen. Es ist sehr interessant, weil in der Standardeinstellung werden die einfach irgendwann mal geboren in einer Größe und in der gleichen Größe sterben die wieder. Das heißt, das erzeugt dann so ein Aufpoppen. Und das wollen wir ja eigentlich nicht, das soll ja ein bisschen homogen ausschauen. Und darum gibt es hier die Möglichkeit, das Ganze also einzustellen, wie sich die verhalten. Ich kann auch, wenn ich jetzt ein guter Künstler bin, also die Lebenszeit mehr oder weniger hier selber definieren. Also mit meinen malerischen Fähigkeiten ist natürlich nicht so toll. Und wenn man sich das Ganze dann anguckt, dann sieht man also, dass sich die genau in dieser Kurve, die ich jetzt hier gezeichnet habe, mehr oder weniger bewegen. Also die werden erst geboren in einer gewissen Größe, dann werden sie ein bisschen größer, dann werden sie kleiner, dann werden sie wieder ein bisschen größer und ja, immer so weiter. Ja, also da kann man sehr, sehr viele interessante Sachen machen, weil man auch sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, die Partikel zu beeinflussen. Und das Gleiche geht natürlich auch hier. Also wenn ich mehr oder weniger eine total bekloppte Kurve zeichne, dann werden die heller, dunkler. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, da rumzuspielen. Ja, teilweise habe ich sie jetzt sogar ganz vernichtet.
schaut natürlich dann immer so gut aus. Aber hier die Einstellungsmöglichkeiten, immer auch die Möglichkeit, hier selbstständig Einstellungen vorzunehmen. Dann geht es weiter mit der Farbe. Also die Farbe der Partikel kann man natürlich auch einstellen. Da gibt es at birth, das heißt also, wenn sie geboren werden, haben sie eine Farbe. Und das kann ich dann hier einstellen über die Farbpalette. Oder ich kann einstellen over life. Das heißt also, die Partikel würden sich dann in einer bestimmten, in ihrem Lebenszyklus von der Farbe her verändern. Und das kann ich dann hier einstellen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel also die verschiedenen Farben, die hier eingestellt sind. Kann aber hier aus einer kleinen Palette wählen. Oder ich kann natürlich jetzt Folgendes tun. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt eine dieser Farben nehme und draufklicke und die dann nach unten ziehe, kann ich die rausziehen oder wieder reinziehen. Ja, also wenn ich sie rausziehe, dann habe ich also eine ganz andere Farbverteilung. Und wenn ich also hier reinklicke, kann ich verschiedene Farben definieren, wo ich gerade lustig bin. Und dann werden sich die Partikel auch dementsprechend verhalten in ihrer Farbablösung. Ja, das kann man also hier alles einstellen. Allerdings habe ich jetzt hier wieder alles ein bisschen versaut. Darum mache ich wieder eine Standardeinstellung. Transform Mode, Screen etc. Das bezieht sich jetzt auf das, was dahinter ist. Und damit befasst man sich auch mal wirklich, was im Hintergrund ist. Ja, das kann man dann im Einzelnen sich nochmal angucken. Dann gibt es hier eine Option Shading. Shading ist mehr oder weniger die Option, die bezeichnet, wenn ich also Lichter verwende. Denn wenn ich jetzt einmal hier on stelle, dann sieht man also gar nichts mehr. Ja, mal ein bisschen zurückstellen hier, damit wir wieder ein paar Partikel haben. Also wenn ich Shading einstelle, sehe ich erstmal nichts. Das liegt daran, dass Shading eine Lichtquelle braucht. Und die kann ich also hier definieren. Mal ein Punktlicht. Und jetzt, wenn ich das Licht in der Z-Achse nach hinten schiebe, dass sie die gleiche Höhe hat wie die Partikel und es dann rumschiebe, dann sehe ich also, dass ich hier eine Beleuchtung erzeugt habe und die Partikel auf die Beleuchtung reagieren. Das ist auch eine sehr interessante Möglichkeit, um eben Teile der Partikel hervorzuheben und auch hier einen gewissen Effekt zu erzeugen. Auch sehr interessant, muss man sagen, Trapcode begeistert mich immer wieder. Also das ist das Shading. Hier mit der Nominal Distance kann ich einstellen, wie die Partikel auf das Licht reagieren sollen, ohne dass ich jetzt das Licht verändern muss. Weil vielleicht habe ich ja noch irgendwelche anderen Objekte, die in einer bestimmten Weise aufs Licht reagieren sollen. Und das will ich ja nicht, dass das dann mehr oder weniger auf alles gilt. Und dann kann ich hier einstellen, wie das Ganze, wie die Partikel auf das Licht reagieren. Hier habe ich also die Möglichkeit einzustellen, natürlich und natürlich auch wieder etwas speziell, würde man jetzt in bestimmten Bereichen bei bestimmten Projekten dann brauchen, aber am Anfang ist es eigentlich nur interessant, dass man also wirklich Partikel auch beleuchten kann. Die Shadowlets, das ist mehr oder weniger eine Schattensimulation der einzelnen Partikel, sehr rechenintensiv, kann man einstellen, muss man nicht, wenn ich hier auf On stelle, dann ändert sich eigentlich hier sehr wenig. Interessant wird es erst, wenn ich also Partikel in einer gewissen Größe erzeugen und auch bei Rauch und bei Wolken wird es recht interessant, weil sich die Partikel dann untereinander mehr oder weniger einen simulierten Schatten geben und dann wird es natürlich interessant, weil man dann die Tiefe des eigentlichen Projektes hervorheben kann. Dann gibt es die Einstellung, die auch sehr interessant ist, Physics. Hier ist also alles, was ich mit den Partikeln physikalisch machen kann. Das Physikmodell kann ich entweder auf Bounce oder auf Air stellen. Bounce ist Tapcode Particular ist auch in der Lage, zum Beispiel Partikel über eine vorher definierte Formfläche hüpfen zu lassen. Ist auch recht witzig. Ist zum Beispiel interessant, wenn man Funkenflug simulieren will, der also auf dem Boden aufschlägt. Aber das würde jetzt zu lang dauern, sowas aufzusetzen in diesem Tutorial. Darum machen wir das einmal ein anderes Mal. Aber nur um zu wissen, ja, auch Physikeffekte kann man erzeugen mit dem Programm. Wir bleiben jetzt einfach mal bei der Gravitation, die man hier einstellen kann, also wenn ich die nach oben stelle, dann sieht man, machen die Partikel dann einen gewissen Bogen, also sie verhalten sich mehr oder weniger so, als würden sie auf den Boden fallen. Also auch interessant, Gravitation kann man also auch hier definieren und dann hat man hier noch die Möglichkeit Air, also das ist mehr oder weniger die Luftsimulation, die da dabei ist, also ich habe hier die Möglichkeit einen Wind zu definieren. Wenn man sich das mal anschaut, der würde dann also in eine Richtung sich bewegen und dann hat man hier noch die Möglichkeiten, gewisse Rotationen einzustellen. Interessanter wird es allerdings dann hier unten bei Turbulence Field, wenn ich nämlich hier die Größe der Partikel also über die Zeit verändern lasse und dann auch noch die Position, dann wird es langsam interessant, denn dann erzeugen sich hier doch sehr interessante Wirbel. Also wenn man sich das Ganze jetzt anguckt,
kann man also wirklich sehr realistische Partikelsimulationen erzeugen, die man dann eigentlich für alles brauchen kann. Also entweder für Rauch oder für auch für Flüssigkeiten geeignet, wenn man einen geeigneten Rechner hat, denn man kann natürlich auch hier sehr, sehr viele Partikel erzeugen. Wenn man mal hier oben also den Partikel-Emitter mal ein bisschen hochstellt, dann wird mein Rechner zwar jetzt irgendwann mal sagen, du kannst mich mal, aber das Risiko gehen wir jetzt einfach mal ein. Also wenn man dann auf Play drückt und sieht, wie sich die Partikel dann im Einzelnen verhalten, kann man sich durchaus vorstellen, dass man da sehr, sehr interessante Rauch- und auch Wolkeneffekte erzeugen kann. Die ganzen Physikeffekte, die man hier unten einstellen kann, unter anderem auch das Spheric Field, also ist mehr oder weniger ein kreisförmiges Feld, was sehr, sehr gut für Explosionen geeignet ist. Also wenn ich das Ganze jetzt mal hochstelle, dann sieht man also, dass das Ganze ein Feld erzeugt, dass die Partikel um sich herum leitet. Sie verhalten sich dann auch dementsprechend, also sie müssen ja von A nach B kommen und werden dann, wenn sie sich um dieses Feld bewegen, auch kurzzeitig mal schneller. Also optisch gesehen ist natürlich sehr interessant, wenn ich hier dieses Feld, den Radius mal definiere auf 670, so wie wir es gehabt haben, und dann ein bisschen weiter vorgehe und das Ganze dann nach oben stelle, dann sieht man also, dass man durchaus hier sehr interessante Explosionen erzeugen kann, wenn man vorher also genügend Partikel durch erzeugt hat. Das Ganze ist sehr interessant zum Beispiel für Simulationen, die man im Weltall durchführt, also wenn man Sterne und so weiter durch die Gegend schickt, dann ist das also sehr, sehr interessant, was man hier tun kann. Kommen wir nun zu einem weiteren, jetzt muss ich allerdings kurz mal hier oben meine Partikel wieder runterschrauben und das Feld wieder ausmachen, damit man dann, was ich als nächstes vorführen will, auch zeigen kann. Wenn ich allerdings so viele Partikel hier erzeuge, dann wird das Ganze ein bisschen langsam und dann wird es auch sehr uninteressant. Und zwar als nächstes das AUX-System. Das AUX-System erzeugt mehr oder weniger da, wo ich meine Partikel habe, nochmal Partikel, die mehr oder weniger ja dann hinter dem Ganzen herfliegen. Besser kann ich es nicht ausdrücken. Als Bayer ist man natürlich da ein bisschen sprachlich beschränkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich zeige euch jetzt das mal, wie das Ganze ausschaut. Wenn man nämlich das einstellt, dann sieht man also, dass ich jetzt sehr, sehr viele Partikel habe. Und das liegt daran, dass also jeder einzelne Partikel, der hier oben über diesen Emitter erzeugt wird, unten also nochmal Partikel also erzeugt. Das ist natürlich dann sehr interessant, wenn man dann wieder auch hier, ja, Color over Life, ich meine, jetzt habe ich hier eine sehr bunte Version, aber wenn ich dann die gleiche Farbe nehme, wie jetzt zum Beispiel bei den Partikeln, die ich vorher gehabt habe, kann man auch hier einstellen, wenn man mal guckt, Color from Main, wenn ich das auf 100 stelle, habe ich also hier die gleichen Farben und dann sieht man also, dass das sehr, sehr viele Partikel jetzt werden. Da muss ich auch hier oben immer aufpassen, dass ich nicht zu viel erzeuge, weil sonst wird das Ganze ziemlich problematisch, also von der Rechnerleistung her. Ich könnte dann höchstens hier noch auf Drittel stellen, damit das Ganze dann noch einigermaßen vernünftig von der Schnelligkeit her funktionieren. Allerdings hier habe ich bei diesem AUX-System die Möglichkeit, Partikel pro Sekunde zu definieren. Und wenn ich das jetzt hochschraube, dann wird ein ganz interessanter Effekt erzeugt. Dann habe ich nämlich plötzlich also Fäden, die man dann natürlich auch dementsprechend animieren kann. Weil wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, sieht man die einzelnen Fäden, wie sie sich bewegen. Und wenn man da jetzt mal ein bisschen näher rangeht, mal gucken, vielleicht noch ein bisschen weniger, damit man mal einen einzelnen sieht. Ja, also hier sieht man diese verschiedenen kleinen Fäden, die sich jetzt da erzeugen, weil vorn ist ja der Partikel von oben, von Emitter, und dann erzeugt der hinten mehr oder weniger noch eine Fahne von anderen Partikeln. Hier sieht man es also ganz deutlich, dass es also Partikel sind, die hier erzeugt werden. Und das ist natürlich sehr interessant, weil wenn ich nämlich jetzt die Lebensdauer bei dem AUX-System unten ein bisschen nach oben stelle, wo bin ich? Hier haben wir also die Partikel pro Sekunde 71, und wenn ich dann die Lebensdauer, das Ganze, also das ist dann immer so, dass man dann durchaus mal in die Katastrophe reinrennt. Ja, und jetzt sieht man also, kann man also hier durchaus sehr interessante Formen auch erzeugen, die also durchaus für Logo-Animationen etc. oder auch für Intros absolut geeignet sind. Hier hat man ja die Möglichkeit, dann das Ganze nochmal zu drehen. Drehen wir das Ganze einfach mal, damit man mal das Ganze aus einem bisschen anderen Winkel sieht. Und jetzt sieht man, dass also hier der Partikel-Emitter ist und das Ganze nach vorne emittiert. Und jetzt kann ich natürlich mein Licht in diesem ganzen System nach hinten und nach vorne schieben. Und dann sieht man, also wenn ich das durch die Gegend schiebe, also auch rausziehe, das Licht wird also in dem System also erzeugt. Das heißt, es beleuchtet also das System an sich,
von innen heraus. Auch sehr interessant, dass Trapco Particular, also die Lichtquelle, dann mehr oder weniger auch im dreidimensionalen Raum berücksichtigt und dann eben die Möglichkeit bietet, Lichter auch in einem Partikelsystem zu definieren. Wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, sieht man, dass also diese Partikelbewegungen dann auch dafür sorgen, dass das Ganze dann auch eine gewisse dreidimensionale Note hat. Und das ist natürlich dann hochinteressant, also für die, für bestimmte Effekte, die man da also verwenden kann. Gut, wir haben jetzt eigentlich schon fast alles durch, sonst wird das Ganze auch ein bisschen zu lang. Was man vielleicht jetzt noch machen kann, ist hier mal kurz eine Kamera noch reinbauen, damit man also mal sieht, dass man auch mit der Kamera, wenn man die mal animiert, Position und Ausrichtung, dann lassen wir die Kamera mal ein bisschen schwenken. Und wenn man das Ganze jetzt abspielt, dauert natürlich jetzt leider ein bisschen, weil durch die enorme Menge der Partikel das Ganze natürlich dann ein bisschen rechenintensiver ist. Aber man sieht jetzt, dass durch die Partikelbewegung und durch die dreidimensionale Ausrichtung des Ganzen ein 3D-Effekt erzeugt wird. Sieht also so aus, als würde ich mich im dreidimensionalen Raum durch diesen Partikelstrom bewegen. Und das ist natürlich wirklich sehr, sehr interessant, wenn man dann bestimmte Dinge darstellen will. Und ich kann nur jedem empfehlen, also wenn er die Möglichkeit hat, sich Trapcode zuzulegen, macht es und probiert das Ganze mal aus. Es ist hochinteressant. Billig ist es allerdings nicht, das sage ich euch schon gleich. Also dieser Partikelsimulator oder die gesamte Suite kostet ungefähr 600 Euro. Der Partikelsimulator allein allerdings nur, glaube ich, 300 oder so. Aber trotzdem relativ teuer, um mal rumzuspielen. Also das ist wirklich nur für jemanden geeignet, der sich wirklich mit der Materie befassen will. Und das dann auch vielleicht nicht nur privat nutzen will. Ja, und wenn man das Ganze jetzt abspielt, hat man also diesen Effekt, wo man also diese Partikel in ihrer Bewegung dann sieht. So, das war's jetzt, sonst wird das Ganze zu lang. Ich habe einen alten Rechner und eine kleine Festplatte, sonst wird das Ganze ein bisschen problematisch. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren von Trapcode und vielleicht sieht man sich mal wieder bei einem anderen Tutorial. Ciao!